Willkommen zurück zu Mafia bei einer neuen Folge. Wir fahren jetzt in einen weiteren Laden, ein bisschen Geld eintreiben. Ich starte bloß gerade mal im Menü, weil die beiden Quasselstrippen im Auto sich sonst wahrscheinlich wieder unterhalten und ja, dann versteht man mich vielleicht nicht. Also Zum los Schreien. geht's. Danach gab es nie wieder Probleme. Wenn du genau hinsiehst, siehst du noch das Blut. Der arme Kerl hat es nicht weggekriegt. Wir kassieren bei einigen von ihnen ab, um die Banden von Chinatown zu erinnern, dass uns die Stadt gehört. Aber Eugenes Neffen kennen wir nicht. Vielleicht müssen wir ihn überzeugen. Da bin ich ja gespannt. Überall die Polizei, ey. Alles geschmierte Cops bestimmt. Von Morello. So, oh. Bremst du mal. In deinem schicken Cabrio. Chinatown schon hier, wa? So, dann fahren wir mal rein hier. Vorsichtig, der Herr. Hier hat er zu kämpfen. Hier ist wohl so Chinatown-Viertel. So, nochmal links abbiegen und dann sind wir auch schon da. Wir sind da. Ungünstig, da steht ein Bulle vorm Laden. Er sagte, die Ich kümmere mich drum, Sam. Bist du sicher? Ich bin sicher. Rauschgift oder Frauen mit Hier drüben läuft der lockeren Polizist. Moralvorstellungen. Was? Er kümmert sich allein um den Laden? Lockere Ah, wenn Polly Moralvorstellung? geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Man muss ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Manchmal hört man es in seiner Stimme. Dann muss er den einsamen Wolf geben. Hält ihn glücklich. Ich glaube, das ist was Ja, runtergefallen. Eugenes Neffe hat gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Pauli. Wir haben mal einen Schneider in Holbrook in die Mangel genommen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl. Da kommt er. Er arbeitet schnell. Fahr, bevor die Bullen kommen. Wir Na fahren zu klar. Bill ins Motel. Wir haben das Geld von Eugenes Neffen nächste Woche. Plus Bonus. Geht es ihm gut? Es geht ihm gut. Und die Ladentheke? Ja, hat ein bisschen Sauerei abbekommen. Viel Sauerei? Ja, kriegt er schon weg. Sobald er wieder stehen kann. Willst du wieder mit uns los, Tom? Dann gibt's noch mehr Geschichten über chinesische Neffen, die ihr eigenes Blut von Ladentheken schrubben. Ja, sieht nicht zu kompliziert aus. Nicht kompliziert? Wie meinst du nicht kompliziert? Weiß nicht. Scheint euch Kerlen zu liegen. Könnte mir also auch liegen. Also könnte das jeder machen. Pauli und ich machen das hier schon seit Jahren. Dann kommst du und denkst, du weißt schon alles? Das meine ich nicht, Sam. Das ist dein erster Tag, Kumpel. Du weißt noch nicht, was wir machen oder wie wir es machen. Sam, vielleicht solltest du... Nein, Pauli. Dieser Penner glaubt, er kann den großen Mann markieren? Typen wie ihn mache ich fertig. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen, Tom. Entschuldigen, hä? Würde ich ja, wenn du dein beschissenes Grinsen besser verstecken könntest. Du hast ihn gekriegt, Sam. Du hast ihn. Ich konnte deine volle Hose von Weitem riechen. Nee, konntest du nicht. Bei Little Tonys erster Runde mit uns habe ich ihn klein gekriegt, bevor er mich durchschauen konnte. Ja, du hast dich besser geschlagen. Gott, ich hasse es hier draußen. Du hast es doch überall. Ja, aber hier, das ist schlimmer. Warum ist so ein abgelegener Laden auf unserer Liste? Hier draußen ist der sicherste Ort für Geschäfte. Kartenspiele,
Für fast alles, was wir machen. Wir erwarten heute einen Haufen Kohle. Der Kerl schuldet uns viel. Wenn er es nicht hat, wird der Boss sauer. Ja, der Laden verdient gut. Oft scheffeln die Läden die meiste Kohle, von denen die meisten Leute das gar nicht erwarten. Das Motel hat seit kurzem eine neue Einnahmequelle. Letzter Stop for Lost Heaven für Rum aus Kuba. Die fahren damit so weit? Natürlich. Und deshalb können wir so viel Geld dafür nehmen. Bills Motel ist zum Umschlagplatz für das Zeug geworden. Salieri bewacht es, aber er lässt es auch die anderen Familien benutzen. Sogar Morello? Des Friedens willen? Klar. Und es ist so weit draußen, dass es niemanden juckt. Solange alle ihren Schnitt machen, rüttelt niemand daran. Das hört sich doch gut Vermisst an. Noch irgendjemand den Anblick der Straßen und Gehsteige? Bist wohl kein großer Naturbursche, Polly. Der mag gar nichts. Drinnen, draußen, in der Stadt, außerhalb der Stadt. Ich hasse es hier. Als würden wir auf einem Feld Fusel handeln oder sowas. Man steckt immer knietief in der Scheiße. Und meistens ist es verdammt kalt und dunkel. Gut, dass wir dich jetzt haben, Tom. Du kannst alles erledigen, was Polly hasst. Zu euren Diensten. Oh, da sehen wir doch schon unser Ziel. Gucken, ob es hier Probleme gibt oder ob es hier auch reibungslos läuft. Okay, wir sind da. Endlich. Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich zurück. Na klar. Okay. Oh mein Gott, Polly! Sag Salieri, der Laden gehört ab sofort uns. Capisch? Komm bloß nicht zurück. Sonst geht's dir noch schlechter als deinen Freunden. Wo ist Sam? Sie wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Du brauchst einen Arzt. Das kann warten. Hol Sam da raus. Okay. Okay, warte hier. Na, mal gucken, wie es jetzt läuft mit dem Controller. Jetzt werden wir mal gucken hier. Müssen wir die Bude stürmen. Dann nehmen wir mal unseren Revolver. Ich muss dazu sagen, da ich ja schon mal dieses Spiel gespielt habe, weiß ich, dass wir mal heimlich mal kurz die Reifen hier kaputt machen, weil sonst haben wir es nämlich nachher ein bisschen schwieriger. Oh, haben wir jetzt schon welche oder was? Komm mal. Controller ziehen ist doch die Pest, wenn man es nicht gewöhnt ist. So, ich steig mal kurz auf Maus und Tastatur um. Wo ist der? Oder um. Ich schau da drüben nach. Mist! Hier drüben! Ah, ist so wie gedacht, wa? Ja, mal gucken hier, wo die ganzen Leute sind. Noch inne. Auf nimmer Wiedersehen, du Schwein! Das Ding ist jetzt, bei der Schwierigkeit, die ich eingestellt habe, gehen auch die restlichen Schüsse verloren, wenn ich nachladen sollte. Aber ich sehe schon, wir haben hier unten noch Munition, das heißt, super. Ich hab doch gerade schon. Wow, 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 wow. Hallo? Guten Tag. Ein
irgendwie auch nicht. Das war keine gute Idee, so wie ich das jetzt hier lösen wollte. Lebst du noch, sag mal? Bin noch irgendwo inner. Warte mal. Ist hier noch irgendwo ein Medipack, wenn da hinten ein Bad ist? Nee. Bin noch irgendwo innen? Nein. Hier war hing ja auch kein Medikit oder sowas. Nein. Ach, guck mal, aber Money. Super. Money können wir mal gebrauchen. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas drin ist. Ah, guck mal, hier ist ein Medikit. Hat man eine Kugel im Knie gehabt? Ist er ja. Halt, du sollst doch nicht die Tür aufmachen, das Medikit. War da was drin? Nö. Wenn sie mich nicht getroffen haben. Jetzt bist du. Da greift mich an. Na, aber. Schießt auf mich, was erwartest du denn? Sind das jetzt schon alle hier oder was? Sam! Die haben dich wirklich in die Mangel genommen. Komm schon, du schaffst das. Du bist ein Zehrhund. Oh, Scheiße. Wer hat das Geld, Tom? Ich schnapp mir den Bastard. Wo ist Sam? Er ist okay. Drin. Dann hol das Geld! Fahr doch, Fahrer. Bist du dran, mein Freundchen. Jetzt merkt er nämlich auch warum. Der ist nämlich jetzt dadurch deutlich langsamer. Los, komm. Oh. Boah, das musst du erstmal hinkriegen, auf zwei Reifen zu fahren, ne? Kommt er noch?
Durchsuche das Auto, Wagner, dann aber, ja. Da wurde mir der Preis klar, was es bedeutet, dazuzugehören. Ich hätte abhauen sollen. Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben. Oh, da hinten kommen noch die Typen. Maler Tagesablauf. Ja, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück? So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt's solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte. Ja. Na, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri einen Dollar machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der wegsah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er taucht in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Entschuldigt, kurzen Schluck getrunken. Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Oha. Wir glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft.
Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen? Wenn du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Zu Ralph gehen. Kann das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zu trinken. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Muss mal gucken. Polly, er hat dich heimgefahren. Naja, mein Gott. Was für eine Nacht. Für dich vielleicht. Für die Bräute eher Leute, nicht. Ich gehe, ich hab zu tun. Muss mal zu Ralph. Was sind dann? 5, 6 Zusätze. Buonasera, Tommy. Das sind dann 5, 6 zusätzlich zu denen, die bei Zittergittern sind. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's, naja, etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. War schön gesagt. Hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Oh, okay. Mach mal auf. Oh, schön. Alter, das ist ja meins. Boah, den nehme ich. Hallo Leute. Ich muss diese Stelle einfach bloß nochmal neu vertonen, da YouTube mir hier ein Copyright-Claim gegeben hat wegen der Musik. An der Stelle habe ich mich einfach darüber gefreut, dass das Auto hier aussieht wie ein Impala. Ich weiß, es ist ein Samson, wie es da steht. Wer die Serie Supernatural kennt, weiß, die fahren da ein Impala in 1967er und deshalb muss ich mal kurz diese Stelle vertonen und es geht auch sofort weiter. Da ich nicht weiß, wie sich da YouTube so hat mit der Musik. Vorsichtig, Leute. Oh. Oh, Magas. Boah. Na, mach mal keinen Stress hier. Papa will bloß mal sein neues Auto testen. Der ist geil. Was hätte ich gern in meiner eigenen Garage stehen? Oh, oh. Ey, das Ding hat zu viel Power. Wuhu. Das ist nicht mal V8, ey. Aber selbst bei Nacht sieht das Spiel echt gut aus.
Entschuldigung. Ich hoffe, ich krieg das Auto dann wieder. Bist du Bobby? Jupp. Yep. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Okay, da wären wir. Dann zeige mal das gute Stück, was du da hast. Hier ist er. 1929er Carrozzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur, wenn sie dich einholen. Und versuch bitte, ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Gib mir Mühe, es den ganz zu lassen, ja? Ich kann aber nichts versprechen. Ich bin jetzt nicht der beste Fahrer. Alter, das Ding so. Boah. Da muss ich aufpassen. Das Ding hat auch Potenzial für Querfahren. Warte mal, kann ich die Mucke ausmachen? Nee. Oh. Ich hoffe, dass der YouTube keine Probleme macht. Ich kann nämlich, glaube ich, die Mucke nicht ausmachen. Guten Tag, die Damen und Herren. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, und jetzt nur noch die Bullerei. Gesehen. Ja. Die Mucke ist geil. Ja, was schafft denn das Prachtstück hier? Alter. Wir müssen rechts lang. Oh Gott. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Wegen dem einen Typen, ey. Hab ich richtig gehört? Oh, oh, oh. Alter, die Bremsen sind kacke. Aber gut, hey. Das ist bestimmt keine Keramikbremse. Was nu? Was kann jetzt sein? Was? Ich war zu langsam? Ich bin da schon gefahren wie so ein Bekloppter. Boah, echt jetzt? Gucken, ob wir hier so rumkommen. Oh. Ups. Oh, verdammt, jetzt hätte ich auf den Pass. Ja, ich sag ja, ich bin kein guter Fahrer in Spielen. Also Rennspiele sind auch null meins.
Also kann ich wahrscheinlich dann einfach durch die Stadt auch mit Vollgas durchballern. Scheiß auf die Bullen. Der Kinder rechnen, ey. Gib Gas. Alter Schwede. Mehr lange. Der Typ ist wohl in Chinatown verschwunden. Sucht weiter. Oh Mann. Also ich muss mich gerade echt konzentrieren, dass ich hier nicht überall gegenballer. Und da die Zeit ja auch ordentlich läuft hier. Ja, aber auch nur, weil ich es kann. Da bist du ja. Ein bisschen zerbeult. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen... Alles, das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Das ist aber gut gemacht, oder? Und ob wir den Wagen heil zurückbringen in der vorgeschriebenen Zeit, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.